Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wir sind aktuell ja mitten im Wipe und an diesem Punkt scheinen die Raids irgendwie immer chaotischer oder einfach unausgeglichener zu werden. Natürlich liegt das auch daran, dass an diesem Punkt auch eher die unerfahrenen oder Späteinsteiger mittlerweile passable Ausrüstung spielen oder sich auf Raids in Gruppen konzentrieren, sodass einem gerade in Solo-Raids manchmal allein die Größe der Gegnergruppe zum Verhängnis wird. Man fängt an diesem Punkt manchmal an, ein wenig die etwas ruhigeren Raids mit faireren Fight-Situationen zu vermissen, um vielleicht einfach den Quests nachgehen zu können oder bei Fights nicht immer direkt mit Vierer- oder Fünfergruppen konfrontiert zu sein. In diesem Raid bin ich also allein auf Customs unterwegs, loote mir einige Quest-Items zusammen und gehe die Quest Punisher Part 3 an, in der wir 25 Scavs mit der AKSU auf Customs erledigen müssen. Natürlich läuft nicht immer alles wie geplant und gerade das hat diesmal einen ausgeglichenen Raid entstehen lassen, wie man ihn sich oft wünscht, gerade wenn man solo unterwegs ist. Diesmal der Raid komplett uncut, weil dieser Raid mit dem Gameplay die Atmosphäre von Tarkov einfach super einfängt. Wundert euch aber nicht, der Raid ist schon etwas älter. Ich habe ihn aber auf der Platte gelassen, weil ich ihn euch nicht vorenthalten wollte, damit ihr auch dazu kommt, ein wenig von dieser geilen Tarkov-Atmosphäre zu genießen. Mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt aber ins Video. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß bei dem Raid. Da hinten war gerade auf jeden Fall ein Scav unterwegs. Vor mir. Ja.
ist richtig harter Loot. Gleich, dass ein paar nachspawnen und die ersten dann jetzt abgehauen sind in Dorms oder wo auch immer die gerade hin wollten. So, wir brauchen nämlich immer noch CPU-Kühler. CPU-Kühler, keine CPUs. Okay, draußen sind auf jeden Fall schon mal zwei Scavs, die können wir uns gleich snacken. Die Frage ist, warum hat der gemeckert?
Draußen ist auf jeden Fall einer in der Büsche. Okay, da war ein Spieler. Er hatte nur eine Packer an, der Dude. Gucken trotzdem mal, was er dabei hatte. Könnte gute Munition dabei haben. Oh mein Gott. 7N40. Okay. Fake. Das war ein klarer Fake. Hier an dieser Stelle. 36,8 Kilo. Zumindest hier war noch gar keiner. So, Helix bringt nichts, das bringt nicht wirklich was. Proxarm ist okay, Caps sind auch in Ordnung, das ist nicht so viel wert, das auch nicht.
Speichers. Habe ich irgendwas zu trinken drin? Nein. Essen brauche ich aber nicht. Nehmen wir Hotrod. Schade, Schokolade. Das Ding ist, wir haben unten gerade wieder jemanden gehört. Hose brauchen wir tatsächlich. Da fehlt mir noch für die Quest. Okay. So, immer noch trinken. Gut. Das ist eine scheiß Pose hier. Ich will, dass das mal weggeht, damit ich runtergehen kann.
So. Ich habe zum Beispiel gedacht, er ist unten. Ich dachte, er ist unter mir. So ein Shit, ey. Auch mit einer AKSU. Level 13. Oh, hat schon Sachen gefunden. Aber nichts Gutes. Charlie. Poxarm, was ist denn hier von wenig wert? Die Caps? Die Caps sind wenig wert. Das Poxarm bringt mir... Oh, Alter. BU-Fan. Noch ein schönes Saliva. Das so, das so. Er hat nur PS-Muni drin, deswegen brauche ich die nicht checken, aber ich möchte den Schalli noch haben. Schmeiß ich ihn weg. Wires, die Dogtags. Quad ist relativ viel wert. Ah, die Proxarm. Ne, CPU ist auch nicht viel wert. Ist egal. So, der Schalli kommt da runter. Den kann auch da ran, das kann auch hier ran. Auch noch hier ran. Mist, das Slot ist not empty. Egal. So. Das war auch der Schritt auf Holz eben. Puh, okay, wir müssen... Doms VX ist weg, wir müssen einmal komplett rüber. Ja. Wie lange wirkt das blöde Dingens noch? 49 Sekunden. Okay. Gavarino. War gerade direkt gegenüber. War jetzt nicht so schlau. Ich sehe mein Magazin nicht. Wo hab ich denn das gedroppt? Ah, hier.
Mach, ich habe keine Munition mehr. Meine Muni ist eh leer. Dann hätte ich mal doch die PS-Munition mitnehmen sollen. So, dann heißt es jetzt, rauskommen, wenn es geht. Leider ein bisschen außenrum. Ich will tatsächlich versuchen, jetzt hier keine Munition mehr an den Mann bringen zu müssen. Sieht aber so an, als ob da Scav gegen Scav kämpft oder was. Als Spieler scheint das nicht zu sein. Ja, wollen wir mal hingucken. Kann er sein, Weapon Repair Kit oder Armor Repair Kit? Hi Shieldy! Ich wollte gerade sagen, Strom ist an. Feuer ist an, ist schon gut. Sehr gut. So überragend viele Scavs waren es jetzt nicht. Aber dafür habe ich tatsächlich auch zu wenig Munition mitgenommen. PP braucht dann doch ein paar mehr, um die Viecher auszudöten. Aber es waren noch zwei PMCs dabei. Nanu! Wieso? Nanu! Aber ansonsten war es eine erfolgreiche Runde.